Das wäre jetzt gerade dein Part gewesen, aber okay. 5 0 zu 1, was? Ja, das ist der Start gewesen. Hallo, da sind wir wieder. Perfekter Anfang. Zum perfekten Spiel. Ja. Was ist es? Was weißt du von diesem Spiel schon? Was ich von diesem Spiel weiß? Ja. Nicht viel. Es ist irgendein Horrorkram mit irgendwelchen verwirrenden Dingen, die passieren. Okay. Also wirklich nicht viel. Nein. Starten wir auf mein neues Spiel. So, Name steht schon. Ich weiß nicht, ob wir auf Safe oder auf Euclid spielen wollen. Sag mal, entscheid du einfach. So, auf Safe heißt es, wir haben einen Spielstand, der auf jeden Fall durchgeht. Wahrscheinlich. Und auf Euclid müssten da zu Safe Points kommen. Hier ist dann ein Tod und das war's. Und das gibt's dann niemals wieder. Und Custom ist Custom. Ja, ich würde eher safe sagen, oder? Safe, okay. Klingt lame, ist es aber nicht. Sieht meine Beschreibung. Dann starten wir mal. Weiterhin sehen wir Random Facts. Die man vielleicht lesen kann, vielleicht muss man auch einfach nur das Video kurz pausieren. Ab Video pausieren. Nee, so, jetzt sehe ich auch was. Sorry, das war hochprofessionell. Drück jeden Knopf. Gleichzeitig. Kling. So. Wir haben einen Inventar und eine Notiz. Diese Notiz hier muss man leider pausieren, weil wir gleich, glaube ich, rausgerufen werden. Was haben wir noch? Wir haben eine Blinzelmechanik. Was voll super ist. Gott, da ist alles immer dunkel. Das ist schrecklich. Ja, wie das halt so ist, wenn du blinzelst, ne? Ja gut, aber wenn man jetzt vom Rechner sitzt, blinzelt man ja so auch schon. So. Ja, aber das Blinzeln ist ziemlich, ziemlich wichtig im Spiel. Okay. So, okay. Haben wir doch nicht rausgerufen? Okay, ich kenne bisher nur Version 0.8. irgendwas. Do me a favor and step out of your cell. Okay. Also, wir haben unseren Körper der Wissenschaft. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Ja, ich bin nämlich schon. Wir haben unseren Körper und unseren Geist natürlich auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Was hier gerade in dieser Notiz drin stand. Hoppala. Head, Custodian, Stainer, please report to Storage. Wir werden jetzt eskortiert zu unserem Arbeitsplatz. 4. Scheduled. Safety. Inspection. Man, I'm hungry. Hey, today's pizza day down in the cafeteria. Du brauchst den Weg übrigens nicht merken. Ich glaube, das wird alles ganz anders werden, sobald wir raus sind. God damn it. Well, my day's okay. The only reason I still come here is for the pizza. I don't know what it is about that pizza, but it's delicious. Tuna casserole, on the other hand, is a disgusting abomination, and it should be locked up in here with the rest of these freaks. Ich hab sie aufs Alte gestellt. Und ne? Das muss grad weg. So. Well, we're here. Just get in there and follow all the instructions, and you'll probably be fine. Gut, der hat also auch schon ziemlich Vertrauen in mich. Huch. Sieht auch sehr vertrauenswürdig aus, selber. Ja, meinst du? Doch. Ziemlich, total. Schön, ja. Gut, dann machen wir mal, was wir tun sollen. Hallo. Ich bin der Neue. Ich würde gern speichern. Dann nicht. Gott, was ist das da hinten? Das ist SCP irgendwas irgendwas. Wird gleich gesagt. Kann ich dir auch sagen. SCP-173. Ja, das war klar. Hi. Oh.
Shit, ja. Genau, die Regel bei dem Vieh ist einfach... Super, du musst Augenkontakt halten. Kann ich nochmal laden? Nein, kann ich nicht, okay. Das ist schlecht. Boah. So. Link can be saved anytime. Mhm. Also das fängt schon super an. Ja, man kann wahrscheinlich erst speichern, wenn man diese Intro-Sequenzen da sich hat. Und ich müsste das doch auch überspringen können irgendwie. Gab's doch mal die Option. Ja. Aber wir sehen, es ist schon super und voll safe. Ich würde gerne diesen Teil überspringen, bitte danke. Und nicht kriechen, danke. So, Tab, um das Inventar zu öffnen. Ja, hatten wir schon. Naja, jetzt kann man sich wenigstens vernünftig durchlesen. Hey, they've got some work for you. Do me a favor and step out of your cell. Jo. Das sicherste wäre einfach nicht rausgehen. Wäre es nicht. Oder doch? Oder doch? Okay. Der hat überzeugende Argumente in der Hand. Vielleicht sollten wir doch besser gehen. Attention. Site Director Rosewood. Please report to Administrations Complex. Okay, vielleicht sollte man sich das doch merken. Denn die Strecke ist jetzt anders als die E, wenn ich mich erinnere, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht selber. Okay. Ich wusste eigentlich, dass das Spiel nur auf 25 FPS läuft. Das ist sehr absurd, denn so schlecht ist mein Rechner wirklich nicht. Eigentlich. Gott, diese Laufanimation. Ja. Hallo, danke, hi. Das ist schon aber eilig. Ja, hab ich schon. Jetzt mache ich mir noch ein bisschen was mehr an der Tür. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our tests to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173 and... Hi. Gott sei Dank. Gut, also ich habe es zumindest überlebt. Kann ich jetzt... Ja, jetzt kann ich speichern. Wunderbar. Ja. Dann... Gut, also das ist dann doch nicht ganz optimal, wenn man da ständig neu raus und wieder reinschauen muss, aber hey. Immerhin haben wir jetzt die Intro-Sequenz hinter uns. Nach 9 Minuten. Und diese Random-Facts sind einfach nur super. So. Ist hier noch irgendwas? Nein, nur Leichen. Super. Und wo ist das etwas jetzt hin? 173, irgendwo und macht gerade Chaos. Man hört. Oder eben auch nicht. Secure, Contain, Protect, ja. Fail auf ganzer Linie, was? Och. Praktisch sein, so ein Ding. Da haben wir's. Aber, weil wir so professionell sind, stelle ich den Sound nochmal etwas leiser von dem Spiel. So.
Da hört man dich nämlich auch und mich hoffentlich auch. So, mal schauen. Was zeigt uns die Überwachungskamera eigentlich für einen Raum? Es ist auf jeden Fall. Es ist da, ja, nur wo? Kann nur kein Team oder sowas zu sein. Ah, ja. Diese Tür ist zu. Knopf. Da rechts geht's runter. Drück den Knopf, nichts passiert. Wo rechts? Ach, hier rechts. Ja. Ah, da und ist es ja. Und da ist es. Hat mich auch nicht gesehen. Gut. Ich drücke den Knopf und nichts passiert. Okay, ich muss also wirklich. Oh. Hallo. Das wird interessant. Habe ich so einen Eindruck? So. Erstmal gut die Augen zumachen und befeuchten. Riechen. Hat mich noch nicht gesehen? Ich glaube schon. Also töten, indem es sich hinter einen teleportiert und einem den Hals umdreht. Was voll super ist. Was heißt, dass ich dann hoffentlich jetzt hier an der Wand bleiben kann. Gleiches Ansehen natürlich. Aber ja, es hat mich schon gesehen. Es dreht sich ja mit. Ah. Okay. Okay. Kann es sein, dass du mehr in diesem Spiel drin bist als ich, obwohl ich der bin, der es spielt? Hallo Kamera. Wäre das mal Rahmen des Möglichen? War eine Frage, aber okay. Was für eine Frage? Ob du mehr in diesem Spiel drin bist als ich, obwohl ich der bin, der das spielt. Och. Horror, ne? Joa, so ein klein wenig. Huch, Memory Access Violation, okay. Und tschüss. Lel, was war das? Das ist ja super. Ja, versuchen wir das Ganze doch nochmal. So, also weiter im Takt. Hoffentlich wird das Memory jetzt nicht mehr so violent geaccessed. Hehehehe, Deutsch, Englisch. Huch, hat geblitzt. Ach, der Knopf war's, okay. Um was? Rüttelt, Erdbeben, was, wo, wie? Da sind Leute hingelaufen, das heißt, das Vieh ist auch da. Also gehe ich erstmal hier lang. Und ich versuch's zumindest. Und faile hart. Dann eben hier lang. Dann eben hier lang, ja. Oh, garantiert das Vieh wartet. Ich will an der Wand bleiben. Tür ist offen, ich höre Stimmen. Von irgendwoher. Dieser Schrei im Hintergrund. Im Hintergrund? Ach, hast du doch Sound angemacht, oder wie? Ja, sicher. Okay. Naja. Kolle stört's enorm, sich selbst zu hören. Ja, ich kann das ab. Okay, der Boden hier sieht lustig aus. Ein sehr moderner Teppich. Was ist hier geschehen? Meteoriteneinschlag. Im Gebäude. In der Untergrund-Facility. Jo, ja. Passt. Habe ich den Knopf jetzt versucht oder habe ich da... Ja, habe ich versucht. Okay. Hier dieser Knopf, ja. Ich hin und her lehnen wäre vielleicht ganz schön gewesen, aber okay. Das hier ist offen, hier liegt jemand. Kann man ihn flattern? Jim Gonzalez, okay. Gott habe ihn selig. Okay, dann nicht. Blut. Ein gutes Zeichen. Dass man aus Glühbirnen kommt. Ja. Kirschglühbirnen. Ja. Da hat gerade irgendwas geklirrt. Diese Tür öffnet sich und. Ah! Was hat schon wieder geklirrt?
Ich brauche eine Schlüsselkarte. Okay, also sammle ich hier gleich eine Schlüsselkarte. Hoffentlich wahrscheinlich irgendwo merken. Brauche ich hier auch eine Schlüsselkarte? Nein. Oh, da war jemand. Jemand oder etwas? Ich denke schon, dass das ein Mensch war. Okay. Hinterher laufen kann ich nicht, natürlich. Nee, das Ding kann sich nicht selbst bewegen. Das besteht aus Beton. Beton und Rebar. Mir fällt auch gleich an, was Rebar auf Deutsch heißt. Und hier Eisen? Irgendwas in der Richtung. Habe keine Ahnung. Wartet wieder jemand? Hallo? Nee. Ständig rennen sie alle von mir weg. Da oben vielleicht irgendwas von Interesse? Nope. Vielleicht bist du selber das Monster. Nein. Unmöglich. Bonehead, was? Moment. Bonehead? Und die Atrocity Skull, was? War das für ein Piep? Das weiß ich auch nicht. Ah, das ist Atrocity Skull, okay. Mimetisches Risiko. Warum öffnen wir es nicht einfach? Speichern aber vorher nochmal. Auch wenn das jetzt wieder eine halbe Minute dauert, aber hey. Ja. Sieht schön in die Länge. Ja, und wir kriegen schön Random Facts von allen SCPs. So. Alles gut, alles gut. Hallo, Trusty Skull. Dokument. Don't touch. Zu spät. Okay. Nee, ich hab den Schädel noch nicht angefasst. Aber das Dokument. Da steht drauf No Touch. Ich glaube nicht, dass das Dokument gemeint war. Schlüsselkarte. Schlüsselkarte, okay. Da ist er, der Schädel. Atrozitätsschädel. Wie schade, dass man nicht springen kann. Oh, hey. So, ja, Schlüsselkarten sind schon super, wenn man sie findet. Ist hier irgendwas? Nein, hier ist... Huch. Oh, hi. Ja, das stimmt. Das Design dieser Anlage ist wirklich suboptimal. Hast du gelesen? Joa. Okay. Ohne Druck, wenn das Tesla-Tor aktiviert ist. Aha. Wow. Okay. Ich glaube, ich möchte hier nicht weitergehen. Oder doch? Wird's versuchen. Ich hatte deinen gespeichert, von daher. Jo. Ja, das war fast klar. Zu erwarten. Laden. Okay, das Laden geht schneller. Gut, dann nehme ich das Dokument nochmal und soll es irgendwas anlocken. Das hier auch nochmal. So, fertig. Gut, also da geht es nicht weiter. Dann gehen wir woanders lang. Immer dieser selbe Raum mit drei Türen. Ja, diesmal sind es da vier. Und dieser Raum ist anders, denn er ist rot beleuchtet. Hi. Okay, bye. Gott. Möchte ich hier weitergehen? Ach, ich habe eben gespeichert. Was kann schon passieren? Dann passieren nie zweimal. Ja, die Viecher ziehen halt weiter, ne? So, okay, da war der Schädel. Da kam ich, glaube ich, her. Gott, man braucht eine Karte hierfür. Dringend. Oh. Architekt. Was habe ich denn diesmal gefunden? A Builderbear. What? What?
the fuck? Oh. Oh. Das Ding. Wegen Containment Zone. Huch, wo oh ist er hin? Oh Gott, da ist es weg. Okay. Kika. Hätte man sich denken können. Ja, irgendwie. Oh. Okay, also keine Daten zu dem Vieh. Light Containment Zone. Ah, okay. Das heißt, ich muss wahrscheinlich natürlich durch Heavy Containment Zone. Denn warum auch nicht? Gut. Kann ich hier durch? Ach, jetzt komme ich hier durch. Okay. Hier war doch eben der Kerl, meine ich. Also war und ist immer noch. Bisschen teilweise. Verteilt, ne? Bisschen verteilt, ja. So. Gut, 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 gut. Weißt du noch, wo ich eben langgelaufen bin? Ich hab wirklich keine Ahnung. Hm. Ich bin im einfachsten Spielen nicht orientieren. Müsste hier nochmal genau dasselbe zu sehen sein, jawohl. Das heißt, ich laufe gerade zurück. Okay. Also wieder nach vorwärts. Schnauf, schnauf. Wo kam ich jetzt? Von hier, das ist neu. Oh. Hi. Doch kein Meteoriteneinschlag. Nee. Dieses komische Materietauchervieh. Containment Zone. Okay, nochmal speichern. Und nochmal laden. Ja. Ja, also... Interessant ist es wohl, ne? Interessant ist es. Aber? Leicht verstörend. Das ist ein Horrorspiel so an sich, ja. Hey, bleib auf. Oh Gott. Doch so ein Teddybär. Der hat sich bewegt. Ja. Was hätte er so ein komisches Eichhörnchen-Gesicht? Und vom nächsten Blinzeln ist er weg. Nö. Noch nicht. Nö. Aber jetzt. Ist hier irgendeine Tür auf? Ist das Keypad vielleicht kaputt? Dass ich ohne Karte reinkomme, egal. So. Hä? Wo kam ich jetzt her? Ah! Gott, erschreckt mich nicht so, Spiel! Dazu ist das da. Ja, ich weiß! Glucker, Glucker. Nein, hier kam ich her, glaube ich zumindest. Orientierung ist hier sehr wichtig. Und unmöglich. Ja. Kam ich hier auch her oder ist es einfach nur so wieder? Ich glaube schon. Also ein Blutfleck in der Ecke ist, glaube ich, neu. Glaube ich. Da brauche ich ein Keypad für. Okay, vielleicht komme ich doch hierher. Dann halt die andere Tür. Haben mehr Zeit. Okay. I think the shortest way out is through the southeast wing. Follow me. Did you hear that? I hope it wasn't. Ah. Hi. Ich würde gerne an der Wand bleiben. Ja! Nein! Jetzt ist die Frage, wissen wir noch, wo wir lang gelaufen sind?
Es ist schade, dass das Spiel so verbuggt ist. Ziemlich. Naja. Gut, dann wär's doch eigentlich in der Lage sein, genau. Ich hab kurz am Desktop gesehen, oh nein. Passt. Super. 1020 ist übrigens ein sehr schönes SCP. Ja, schön Krankheiten drin. Und je nachdem, was für ein Artikel du durchliest, bekommst du die Krankheit, die drin steht. Damit. Lovely. Also man scheint das Spiel wirklich immer höchstens 10 Minuten am Stück spielen zu können. Sehr schade, aber hey. Gut, das war der Teddy. Bah, ist jetzt nicht mehr da. Sehr seltsam. Das ist ein random Teddy. Ja. So, von da bin ich doch, glaube ich, hier lang gelaufen. Ist ein komischen Fleck vorbei. Aber der andere Teddy. Orientierung ist schwierig, ha. Habe ich keine Ahnung. Man merkt schon, so zu zweit ist der Horroraspekt wirklich nicht allzu hoch. Aber es ist ihm schon ganz ähnlich. Ah, gefunden. Gut. Knack. Mhm. Ich weiß, dass du da bist, deswegen gehe ich da nicht hin. Haha. So, Zeugs. Clipboard. Lass die mal an. Kann ich den Kram vielleicht aufs Clipboard draufpacken? Wäre das im Rahmen des Möglichen. Und dann nicht. Irgendwie nicht. Kann man noch Batterien. Wofür auch immer. Eigentlich Nachtsichtgerät, was wir dann irgendwann mal bekommen. Nachdem, was ich gerade gelesen habe. Zum Beispiel jetzt. Ne, ist eine Gasmaske, okay. Not quite. Etwas sehr schnell. Ein Dokument. Ah, der schon wieder. Jo. Das wissen wir. Eine Level 1 Zugangskarte. Schön, schön. So, das ist wichtig, das speichern wir. Laden, laden, laden. Es dauert zunehmend länger. Überwachungskamera, ja, gucken wir uns erstmal den Raum an. Fernsehschloss, die Tür automatisch. Okay. Erkennt man hier irgendwas? Ich erkenne nichts. Ich erkenne einen Raum und Rauch. Das ist super. Wahrscheinlich diesen Raum mit Rauch. Wollen wir ihn aufmachen? Was meinst du? Vielleicht, ich weiß es nicht. Okay, war keine gute Idee. Aber auch keine schlechte. Ich meine, es gab einen kurzen Alarm, wir haben gehustet. Ansonsten ist jetzt nicht wirklich passiert. Oh, das Ding ist weg. Ja. Sollte man zumindest meinen. Keine dieser Türen hat irgendwelche Knöpfe. Ist das nicht super? Kann ich den Mülleimer wühlen? Nein, kann ich auch nicht. Ehrlich?
Gut, jetzt wo ich die Zugangskarte habe, wobei frage ich es, ob L1 Zugangskarte reicht, aber hey. Hätte ich jetzt schon gerne mal ein bisschen was mehr Platz im Inventar. Kann ich kaum rausschmeißen? Ja. Kann ich das auf Slipper draufziehen? Ja, kann ich sogar. Ah. Super. So geht das also. Okay. Kann nicht den schmeißen. Nutzen. Ne? Das nicht hinschmeißen. Gut, anscheinend reicht Level 1 Zugang doch noch nicht. Also weiter suchen. Irgendwas stapft. Ja, noch irgendwas Fließendem angehört. Incognito. Hazard. Kann ich die Karte wirklich nicht benutzen? Oder bin ich zu doof dafür? Anscheinend. Bah. Was ist das eigentlich? Sieht wie ein Notenblatt aus. Böse Musik. Für sowas in der Richtung. So. Ein dunkler Flur, ja. Wie so oft. Dunkle Flure sind schön. Eine offene Tür. Mhm. Noch mehr offene Türen. Wahrscheinlich war ich hier schon. Ist diese Tür zu öffnen? So. Nein, warum sollte sie auch? Naja, also wieder zurück. Oder war die Tür vielleicht schon voll offen? Konspiration. Stimmt, ist was belegt. So, hier ist wieder Teddy. Nee, der Teddy ist wieder da. Wir mussten ja auch neu. Ja, aber eben war er nicht da. Komm ich jetzt hier rein? Denke. Ich bin hier wirklich zu doof, die Dinger zu benutzen. Ach ja, ich hätte die Gasmaske in den Raum verwenden sollen. Stimmt. Ah, und jetzt kann ich die Keycard auch verwenden. Gut. Ja, dann also doch wieder zurück. Moment, was? Ja, Genius. Nein, ich bin nicht verwirrt von dieser Raumstruktur. Überhaupt nicht. Das Rot-Rot ist gut. Doch nicht, was wieder ein Teddy ist. Nö. Oder war. Ich möchte mehr rennen können. Das wäre so super. Würde aber deswegen lange dauern. Da war gerade was. Das ist wieder rot. Ah, hier ist der kleine Boden versunken, ich erinnere mich. Ja, ja, gute Zeiten damals. Kleine Boden versunken ist statt uns, ja. Vor langer Zeit. Wieder ein Teddy. Ja, also war es eben wahrscheinlich wirklich ein neuer, weil die anscheinend nicht respawnen, beziehungsweise sich nicht nur blicken lassen. Irgendwann, ganz sicher. So, ist es das Notenblatt wieder? Nein, ist der Schädel, okay. Kann ich diese Tür öffnen? Lass nochmal speichern. Ja, gute Idee. Bereit. Was ist denn für ein seltsamer Sound? Und nicht, weil du den Schädel nehmen willst, sondern ja, weil das Spiel gleich wieder abkackt. Ja, wahrscheinlich. Ich speichere wirklich zu wenig, ich bin zu ungeübt. Ich werd schon heiser. Unglaublich.
So. Ja. Gehst du auf? Okay. Du gehst nicht auf. Schade. Kam ich hierher? Nein. Ach, das ist das Ding wieder. Ach ja. So. Da waren wir, da waren wir, da waren wir, da waren wir. So verwirrt. Glaubt man gar nicht. Oh, hi. Was zur Hölle? Ich hätte weniger laufen sollen, glaube ich. Wo war denn das Ding jetzt? Ja, irgendwo hinter mir wahrscheinlich. Mal schauen, in welchem Raum war das denn? Alles hier? Nee. Was für so ein Teddy gewesen, ne? Heo. Nee. Gut, also hier waren wir noch nicht, sonst hätte es nicht getriggert. Glaube ich. Oder doch? Ach, keine Ahnung. Hier ist halbwegs hell. Klingt gut. Ist diese Karte eigentlich für irgendwas zu benutzen? Ich glaube nicht. Ein Platz. So, was habe ich hier gerade gefunden? Battle Syndrome. Ah, hier. Found and avoided, okay. Wieso? Avoid habe ich das Vieh nicht. Hm. Mal schauen, was haben wir denn hier? Und so weiter und so fort. Einen langen Text haben wir hier. Nichts mehr Interesse. So. Ich will es ja manchmal wollen, ich will es sehen. Dann durch mit roten Pillen. Aha. Was tun diese? Bestimmt die rote Pille, wo es die blaue zu gibt, noch irgendwo. Rachel holt einen nochmal aus dem Traum raus. Matrix und so. Ich weiß, was du meinst. Gute Frage. Ich glaube, es müsste die blaue gewesen sein. Hä? Okay, ich bewege mich gerade nicht mehr selbst. Nein. Also, ich scheine mich halbwegs bewegen zu können. Schau hier, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nur den Kopf bewegen. Wo bin ich hier gerade? In einem dunklen, dunklen Keller.
und ich stehe irgendwie schräg. Okay. Ich kann nicht blinzeln, ich kann mich nur umsehen. Hm. Kann ich meinen Tarn noch öffnen? Ja. Riecht mir das was? Nope. Und jetzt? Jetzt freue ich mich, dass ich gespeichert habe. Da ist bestimmt noch irgendwas passiert. Ja, aber so lange wollte ich da nicht warten. Das glaube ich nicht wirklich, denn es hat es ja nichts mehr getan. Stand bestimmt in den Text. Den ich mir nur überflogen habe. Ich sehe dich nicht an. Nein. Okay. Das war das. Da waren wir schon, meine ich, ne? Der Knopf tut nichts. Das Geräusch. Weiß nicht, ob es einem irgendwas sagen sollte. Also irgendwas passiert gerade, mein CPU fährt gerade auf über 80%. Was hier gerade passiert? Keine Ahnung. Die Sounds gerade beunruhigend. Das Notenblatt. Ah. Für nichts zu gebrauchen. Und hier ist mehr als einer untergezogen worden, habe ich den Eindruck. Jetzt habe ich den Eindruck, dass das Spiel gleich abstürzen wird, denn die CPU kriegt sie nicht mehr ein. Ja. Laden, 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 laden. Hm. Wollen wir sagen, ich soll nicht hier durchgehen? Ist mir egal, ich tue es trotzdem. Soundkulisse ist schlimm. Ja. Ein Flur mit vielen Türen. Viele Türen sind gut. Der Boden hier nicht ganz so sehr. Sind viele Türen gut? Ich finde viele Türen gut, ja. Das heißt, dass man theoretisch viele Optionen hat. Diese Kickart ist absolut nutzlos, wie wir schon festgestellt haben. Man hat viele Optionen zu sterben. Ja. Was auch nicht das Schlechteste ist. Nicht? Das ist so ein Tesla-Tor, okay. Ja. Ist es ein aktives Tesla-Tor? Ja, ist es. Okay. Wollt nur sicher gehen. Arschloch fahren. Aha, schau mal einer an. Ja, irgendwen. Wah! Gott. Oh Gott! Ist er. Da bin ich gerade ausgerutscht, tut mir leid.
Und Scheiß, war das denn jetzt? SCP-939. So, gut, wo bin ich gerade? Da, wo die Tür zugeht, richtig. Ich erinnere mich. So, also nicht in den Aufzug steigen. Oh, hallo. Refinery. Dieses... Moment, was steht da? Non-Standard Space Time, das wird ja immer besser. Das Ding ist safe. Reicht das? Nein, natürlich nicht. Warum sollte es auch? Ah. Man verpasst so viel. Sogar eine richtige Schlüsselkarte hat. So. Das war das. Hier war der Aufzug. Meine ich. Da ist der Aufzug. Nein, das war der Aufzug, oder? Auch nicht? Nein, das war's. Ich plappere. Hier ist der Aufzug. Warum verwahren die Leute eigentlich da so Viecher? Würde mich auch interessieren. Ja. Funkstörung, yay. Okay. Hier geht's nicht weiter. Ja, ich denke mal in der Regel, weil die nicht zu zerstören sind. Denn ich meine, hast ja gesehen, so ein Gemälde, das jeden in den Bann zieht, wenn man es nur ansieht. Könnte schwierig werden. Wie hat man das überhaupt da reingekriegt dann? Interessante Frage. Kommen wir hierher? Ja. Super. Komme ich jetzt vielleicht hier durch? Nein. Ich bin ganz weg zurückgelaufen. Wow. Ah, hi. Oh Gott. Hi. Böse. Hi. Lass mich allein. Mag dich, glaube ich. Ja, tu das. Ja, nochmal laden. Also, wo waren wir nochmal? Genau, hier waren wir nicht. Das ist die Frage, ging nicht an mich. Alles gut. Glaube ich. Er hat den Boden versunken. Das ist super. Wieder der Keller. Naja. Jetzt können wir mal schauen, was hier passiert. Wenn irgendwas passiert. Ich bin euch auf das Ende des Videos. Das heißt, wenn hier nichts passiert, dann. Wenn es nicht interessiert, dann könnt ihr abschalten. Wobei. Ja, es passiert irgendwas. Der Boden schwankt. Anders als eben. Ne, eben war es auch so, glaube ich. Ja. Mal ganz lange blinzeln. Bringt auch nichts. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Oh, okay. Passt. Wetten, es gibt einen richtigen Ausgang. Garantiert. Was meinst du, soll ich hier nochmal speichern oder sollen wir es lieber bei dem richtigen Spielstand oben belassen? Ah, lieber nicht mehr speichern. Okay. Ich sehe hier ein Loch. Möchte nicht drüber laufen. Ich glaube, das ist kein Loch. Nicht? Oder? Als einer von diesen Flecken, durch die ich durchgefallen bin, glaube ich. Ich möchte dich aufheben. Was meinst du damit bist du? Aha.
Okay, merken. Ich glaube, man muss hier hin. Ja. Wie viel Platz habe ich hier noch? Hier noch ein bisschen was, okay. Ja, das Spiel ist absolut nicht linear. Gibt's keinen Muss. Hat nur für bestimmte Wege. Hier sehe ich keinen Fleck. Hier allerdings auch nicht. Da ist wieder einer. Gehen wir hier lang, oder? Ach, ey. Na? Immer besser. Ja, aber wir scheinen jetzt wieder im normalen Raum zu sein. Auch wenn wir jetzt irgendwie hinken. Was wir eben nicht getan haben, so ein bisschen. Hm. Was um alles in der Welt? Schreckliche Sounds. Ja, dezent. Ist das hier vielleicht besser? Keine schrecklichen Sounds, aber hier geht's ganz tief runter. Tja. Wollen wir uns in den fast sicheren Tod stürzen oder die andere Tür nehmen? Sounds, okay. Durch die Wände geht's hier nicht, ne? Nein, schade. Brace yourself, sounds incoming. Auch nichts. Doch. What? Denke schon. Hi. Was zur Hölle war das? Gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier getimed ist. Wow. Kommt mich da schnell genug durch? Weiß nicht. Beziehungsweise läuft das... Ah! Gott, nein, es läuft nicht immer auf demselben Bad vorbei. Oh boy. Yeah. Okay, schadet mir auch nichts. Spare ich vielleicht trotzdem nochmal? An den Seed sieht man ja, kann man nachstellen. Aber jetzt fängt das Spiel an, interessant zu werden. Also ist das Video doch noch nicht vorbei. Naja. Ja, ne? Das wird jetzt relativ random irgendwie. Ja, ich bin jetzt halt wahrscheinlich durch ein SCP gelaufen, das eben nicht diese Standard Space Time hat. Weil ja, dieses Clockwork Ding oder was auch immer das war, hatte das eben auch. Tschüss. Okay. Ach, guck mal. Jetzt bin ich wieder hier. Was ist dieses Achievement? Ja, Pocket Dimension, genau. Gewartet. So, die Frage ist es natürlich. Komme ich da wieder hin? Ja. Also doch der andere Weg wahrscheinlich. Würde ich zumindest annehmen, oder soll man nochmal da durchlaufen? Hoffen, dass da was anderes passiert. Was war das? Ist das hier auch gesehen? Ja, yeah, relativ viel Komisches. Naja. Aufzugsschacht. Down we go. Und doch wieder irgendwas. Stehen sehr schräg. Wir fliegen wie von einem Blattlass. Ach.
Das ist ein Blutsaugerraum, oder wie? Bin ich jetzt? Up! Fuck is happening? Hier lass es zum. Sag mal so, Replayability ist auf jeden Fall da. Hi. Da war's wieder. Was denn hier los? Das ist für ein Meeresgrund. Tot? Doch nicht? Die Tür ist nicht geöffnet. Okay, anscheinend bin ich gestorben. Ja. Hm. Tja, was nun? Jetzt sind wir wieder hier. Dann hier hüpfen. Jo. Ja, versuchen wir es nochmal durch diesen komischen Raum. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Gut. Laufen. Laufen. Ist hier irgendwas? Nein. Nur gar nichts, nur verschwommene Farben. Aber diesmal habe ich keinen Blutverlust anscheinend. Ist noch nicht. Okay, doch jetzt. Okay. Ich sehe dich nicht. Nein, ich sehe dich nicht. Was ist das? Ich sehe dich immer noch nicht. Ich lasse da nun. Bin ich gelandet. Ab! Ich sehe es durch die Augen wieder durch. Es ist super. Wir tot, jo. Okay. Gut, dann scheint es ein Dead End gewesen zu sein. GG? GG. Dann bis zum nächsten Projekt, denke ich. Das ist schrecklich, dieses Spiel. Vielleicht nochmal dieses Spiel, mit einem anderen Seed und anderen Events. Vielleicht was anderes. Jo, wäre interessant. Jo. Also dann, ciao. Tschüss.